Ja, moin moin und willkommen zu einer weiteren Folge PUBG. Und was fällt auf? Es fällt auf oder es fiel gerade auf, ich bin gerade alleine. Und das hat den Grund, weil ich jetzt erstmal gucken möchte, wie die Performance ist. Die letzten Aufnahmen, die waren so ein bisschen schwierig, weil irgendwie nach 10, 15 Minuten hatte mein Rechner einen Bluescreen. Und das ist halt äußerst ärgerlich, wenn man gerade mitten im Kampf quasi einen Bluescreen kriegt und der Spielepartner, in dem Fall Lars, halt alleine da steht. Also mega, mega nervig. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Ich habe ein bisschen rumgebastelt, ein bisschen umgesteckt, Kühlung ein bisschen erhöht, ein paar Lüfter mehr eingebaut. Aber wir schauen einfach mal, wie das gleich läuft. Also bis jetzt läuft es ja stabil. Und ich weiß gar nicht, wie viel FPS, ich glaube 60 FPS. Aber wie gesagt, ich habe ja noch meine alte Grafikkarte drin. Die neue kommt jetzt demnächst. Und dann gibt es noch eine kleine Performance-Steigerung. So, ja, das erste Mal alleine, würde ich sagen. Gucken mal, ob wir das hinkriegen ohne Lars. Wo von oben kommt das Flugzeug, ne? Ja. Die Frage ist natürlich, wo nachher der Kreis ist. Das weiß man vorher ja nie. Ich glaube, wir landen jetzt erstmal irgendwie. Oder wir versuchen zumindest, irgendwo zu landen, wo nicht so viel los ist. Vielleicht hier. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das noch. Kurz auf der Karte gucken. Dann müssen wir in diese Richtung. Und ich bin halt noch nicht so professionell unterwegs, dass ich das gut einschätzen kann, wie lange ich brauche, um da zu landen. Aber wir gucken einfach mal. Sind hier irgendwelche anderen? Ich glaube, bis jetzt sieht das ganz gut aus. Oh, einer ist da. Oh, zwei, drei, vier. Oh, 1000. Oh mein Gott. Naja, gut. Denn ist das da unten schon ein Auto? Könnte sein, ne? Oder ist wieder ein Wrack? Das schauen wir uns gleich mal an, weil ein Auto wäre schon ganz geil, wenn wir das gleich am Anfang hätten. Ich glaube, dass da dieser Truck da unten, das könnte doch, Oh, Kaktus, Achtung! So. Das sieht doch fahrbar aus. Wollt schon abtrennen? Gut, ohne Verletzung, das ist ja ein Wunder. Gut, die meisten landen da. In die Richtung ist nicht so viel. Also würde ich, glaube ich, erst... Oh, toll. Beifahrersitz bringt mir natürlich nicht so viel. Jetzt sagen wir, fahren aber erstmal in diese Richtung, weil da sind nicht so viele gelandet. Und ein paar Gebäude stehen da ja auch rum. Oh, das Geballer geht schon los. Wie kann ich so schnell eine Waffe haben? Krass. Jetzt bitte nicht sterben. So, freies Feld ist natürlich auch nicht so geil, aber... Wir suchen uns jetzt mal das erstbeste Gebäude. Ich hoffe, da hinten in dieser Fabrik, da ist nichts. Oh, da läuft aber einer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Deswegen fahre ich jetzt erstmal hier hoch. Ich will mich erstmal ausstatten mit einer Waffe. Rucksack, Munition, Medikit. 5-, 8-fach, 1000-fach Visier. So, was haben wir denn hier? Na toll, eine Machete bringt mir jetzt so nix. Granate. Oh Mann, Leute, ich habe doch noch gar nichts. Ein Helm. Handgriff. Muss ich jetzt nicht alles kommentieren, muss ich aufheben, ne? Ist ja auch ein bisschen nervig. Wo steht das Auto? Ey, das Auto haut ab. Was soll das denn? Ein Feind. Wehe, der klaut mein Auto. Schutzweste. Sag mal, ich habe noch keine richtige Waffe gefunden. Was soll das? Doch, da. Ja, aber dann. So. Ah, gut. Ich kann zielen, so viel ich will. Ohne Munition wird das nichts. Aber das wäre jetzt ja die Gelegenheit, meinen ersten Shot zu machen. Da. Nachladen auf eine andere Taste gelegt. Vergesse ich jedes Mal. So. Wo ist er? Gerade eben war er noch dahinter. Da hinten ist er. Oder?
rein. Ich brauche halt nur noch hier, wie sagt man, eine Kurzdistanzwaffe. Sniper ist jetzt nicht so von Vorteil. Wo ist er? Mal hier raus. Die Gefahr hin, dass er mich hört. Guck mal, hier habe ich eine kleine SKS. Und ich glaube, damit komme ich ein bisschen besser zurecht. So, wo bist du, Sack? Wo bist du? Jetzt fängt es dann an zu regnen. Ich glaube, er hat sich schon weiter. Ich glaube, er ist schon weitergezogen. Das sind noch 85. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war der, ne? Von gerade eben. Guck mal eben. Wir sind sogar relativ dicht beim inneren Circle. Die Map ist schon ganz geil, weil das hier so weitläufig ist. Also zum Snipen jetzt, sag ich mal, ne? Ich werde jetzt aber erstmal wieder ein Fahrzeug suchen, weil mir das sonst nachher wieder zu stressig wird. Die Frage, da ist, steht er. Super. Ist natürlich jetzt auch ein gefundenes Fressen. So, jetzt schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Hier ist der innere Kreis. Dann fahren wir doch mal in diese Richtung. Oh, da ist einer. Kann ich ihn umfahren? Jo, weg ist er. Oh, das muss so deprimierend sein, ne? Wenn du jetzt schon seit 8 Minuten Sachen lootest, irgendwie richtig geilen Scheiß hast, und dann kommt irgend so ein Spacko wie ich und fährt dich einfach um. Oh, das ist so deprimierend, glaube ich. So, wir suchen uns jetzt mal einen größeren Hügel, einen höheren Hügel, wo wir da eine bessere Sicht haben werden. Ich gucke nochmal auf die Karte. Wir fahren richtig. In 3 Minuten wird der Kreis wieder enger. Vielleicht sollten wir uns da oben zu diesem Schild begeben. Das ist auf jeden Fall ein richtig schöner, hoher Standort. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier nochmal rein. Gucken, ob wir hier noch irgendwas Leckeres zu essen finden. Oh, eine gute Waffe. Rucksack Level 2. Den ich weiß. Oh. Ich glaube. Ich glaube, da war gerade einer. Ich werde hier erstmal kurz die Lage checken. Ich meine auf jeden Fall, dass ich gerade Schritte gehört habe. Ja, ja, das sind Schritte. Das kommt hier. Oh nein, Scheiße. Der Win-94, was habe ich denn da jetzt? Auch die Win-94. Magazin. Klappschaft. Kann ich nicht ausrüsten, aber egal. So. Bloß weg von meinem Auto. Das
ist schon so ein kleiner Nervenkitzel hier, ne? Guck mal, hier war auf jeden Fall auch jemand drin. Wir brauchen die 45er. Wenn man das so nennt. Wangenpolster. Mal gucken, ob ich das ausrüsten kann. Nee. Vertikaler Handgriff ebenfalls nicht. Ja, da muss ich mich nochmal ein bisschen belesen. Ja, scheinbar habe ich die Schritte. Vielleicht waren das auch meine eigenen, keine Ahnung. Aber wir machen uns jetzt mal wieder auf den Weg. Wir wollten, oder ich wollte auf jeden Fall Richtung. Ja, was ist schlau? Große Städte gilt es zu vermeiden. Oh! Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Oh nein! Jetzt wollte ich gerade einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Mal kurz gucken, ob man den sieht. Ah, weißt du, wir gehen jetzt mal hier auf die andere Seite des Hügels. Dann wollen wir mal gucken, wer hier rumballern ist. Ich weiß gerade nicht, von wo der Beschuss kommt. Da ist er. Aber ich glaube nicht, dass sie so weit schießen. Nee, so weit kann ich nicht schießen, oder? Auto, gib mir Schutz. Wo ist er denn? Ah, nicht nach hinten, Mann. Ich lasse ihn mal am Leben. Wir sind da ja nicht so. Ich glaube nicht, dass ich da, dass die Reichweite ausreichend war für die Waffe. Keine Ahnung. Wir können auch noch mal ein bisschen höher. Mal gucken, wo hier noch Bewegung ist. Und jetzt nehme ich mal einen Schluck von meinem Kaffee. Keine Bewegung erkennen. Dann lass uns mal eben gucken, wo wir hin wollten. Wir wollten. Der Kreis wird gleich enger. Dann lass uns doch mal hier zu diesem kleinen Gebäude hin. 53 am Leben. Komme ich da hoch den Berg oder ist das zu steil? Nee, das geht. Eigentlich wäre das schon sinnvoll, hier ein bisschen weiter oben zu bleiben. Aber ich denke mal, da unten. Da zum Beispiel. Das ist bestimmt ein bisschen was los. Aber habe immer noch das Reichweitenproblem. Vermute ich zumindest. Vielleicht muss ich das auch ein bisschen besser berechnen. Die Flugbahn der Kugel. Keine Ahnung. Ah, nicht so weit drauf. Oh, da hinten war. Da war irgendeine Bewegung. Da sind keine. Ein Mortar wäre jetzt auch mal interessant, ne? Mit so einem Mortar zu spielen. Ob man denn da bis nach da hinten schießen könnte. Treffen könnte. Das ist jetzt ein. Wie viel Fach hat das Visier? Kann ich das sehen? Schaden pro Kugelfeuerrate. Effektive Reichweite. Ja, die Reichweite ist gar nicht so schlecht, aber geht halt auch noch besser, ne? Ist da keiner? Und dann würde ich doch nochmal. Würde ich es, glaube ich, doch nochmal wagen, da unten ein bisschen zu looten.
No risk, no fun. Das ist, wenn man zu lange wartet, ne? Ich bin da ein bisschen... Nein, ich muss da mehr drauf achten. Von wo kommt denn der Beschuss? Ach, da hinten. Ah, komm. Kriegen wir den? Halt, den machen wir platt. Wenn wir das wieder hinkriegen, das wäre natürlich... Le perfecto. Das war der falsche Knopf. Da wäre ich aber auch ganz schnell reingegangen, mein Freund. Ich habe leider keine Granate. Aber ich werde ihn jetzt umkreisen wie ein Tiger vor seiner Beute. Oder auch nicht. Na, komm her. Nee, nee, nee. Oh, fuck, 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 fuck. Nix kann meinem Cybertruck anhaben. So. Oh. Noch mehr Beschuss, noch mehr Beschuss. 22 am Leben. Sandsturm ist jetzt auch noch. Oh, wie toll. Wir fahren jetzt aber einfach mal an unseren gewünschten Spot. Ah, man ist schon relativ gut geschützt hier in dem Truck, ne? Wenn ich nicht... Ja. Natürlich gar nicht gucken, was hier so in der Umgebung los ist. So, dann suchen wir uns mal wieder einen richtig schönen. Ist das eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das nicht machen sollte, dass man die Gegner quasi umfährt? Ich meine, das ist eigentlich relativ low, ne? Das hat ja nichts mehr mit muskulöser Kraft zu tun, sondern einfach nur mit Lenken und darauf zu steuern. Da steht ein alter Bulli. Fährt er auch? Also ich brauche zumindest einen anderen Wagen langsamer. Traue ich mich jetzt hier auszusteigen? Ja, das traue ich mich. Okay. Der ist natürlich jetzt nicht so schnell, deswegen auch nicht so geländefähig, glaube ich. Deswegen nehmen wir uns doch lieber den hier. Gibt es auch Handfeuerwaffen, mit denen ich aus dem Fenster schießen kann? Das wäre eigentlich auch nochmal interessant. Warte mal, jetzt habe ich genau die Mitte markiert. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Wir fahren, glaube ich... Nope. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Schüsse werden auf jeden Fall lauter. Sind auch nur noch 16 am Leben. Oh, und da ist so eine Kiste gelandet. Da habe ich noch nie reingeguckt. Aber das wäre jetzt, glaube ich, auch ganz schön lebenswert, oder? Wenn man da jetzt hin fährt. Ach, weißt du was? Fürs Game machen wir das mal. Bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Ich sage gleich einen Kopfschuss für mich drin. So, Versorgungskiste. Rucksack Level 3. Helm Level 3. Krass. Boah. So, jetzt will ich auch mal ganz schnell gucken. Ich habe doch gerade eine neue Waffe aufgehoben, oder? Welche war das? Ach, die ist das, ne? Gut. Eins. Kein Visier dabei, leider. Glaube ich. Ja, ich habe nur das. Aber kann ich nicht das von dem hier abbauen? Das ist das Gleiche, ne? Ah, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich gucke mal eben, wo ist denn die Mitte? Da ist die Mitte. Das heißt... Geht's hier aber richtig ab. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Nicht einmal geschossen mit dem Ding. Jetzt schon. Wo?
Wo? Soll ich lieber auf den Berg und wieder zum Auto? Ich glaube, ich versuche jetzt mal hier hin. Ups. Sind natürlich auch nur noch 13 am Leben, das heißt nur noch Pro-Gamer gefühlt. Ah, fuck, okay. Nee, das war's. Das war das Ende. Juhu! Naja, trotzdem hat Spaß gemacht. Und bis jetzt lief die Aufnahme ja auch stabil, also mega gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Vielleicht mit Lars, vielleicht auch wieder alleine, mal gucken. Aber ich denke mal, dass wir als nächstes doch wieder mit Lars zusammenspielen. Alles klar, ich sag ciao, bis dann.